Demnächst mit Dennis und Sam im Next-Gen-Podcast. Was noch super medial ist auf jeden Fall, sind Freitagsläufe. Ich glaube, wenn du da mal drauf eingehen könntest, ist das natürlich auch sehr interessant. Kennen wir aus der ein oder anderen Doku natürlich. Genau, also im Endeffekt ist das einfach auch ein traditionelles Ding, muss man jetzt ehrlich sagen. Also, danach geht es dann in die Freiwasserphase. Die ist halt super lang, super intensiv. 8 bis 12 Wochen, je nachdem, welchen Lehrgang man da jetzt mit reinrechnet. Und dann fängt das halt an, jeden Freitag diese Freitagsläufe zu machen. Ja. Es ist auch kein Dummgemache oder so. Es ist einfach eine Sache, die traditionell jetzt seit 60 Jahren irgendwie gefühlt durchgeführt wird. Und es ist so auch nochmal so diese Kirsche auf der Torte nach so einer Woche. Ne? Also man hat eine super hohe körperliche Belastung, ist permanent an seiner Leistungsgrenze und dann wird man einfach nochmal so körperlich belohnt, ins Wochenende zu gehen. Ja. Ne? Also da wird nochmal wirklich der letzte Akku nochmal auf Null ausgepumpt. Und ich fand sie tatsächlich persönlich immer ganz cool, weil es hatte nichts mehr mit dem Wasser zu tun, außer dass man vielleicht mal im Sumpf abtauchen musste. Ja. Aber da wusste ich, da geht es auch gleich wieder nach oben. Der eine oder andere kam da wohl auch an seine Grenze. Aber da war auch wieder der Punkt, ich hatte halt eine gute körperliche Leistung, das heißt, gerade bei diesem Freitagslauf, es wurde auch dazwischen gelaufen, konnte ich mich einfach erholen, wo einige durch ihre Läufe so am Max-Limit sind. Und das ist natürlich immer wieder, das hat sich immer wieder durch die Ausbildung gezogen. Umso fitter du bist in dein Stand, also umso höher dein Leistungsstand ist, umso weniger musst du in deinen Reserven arbeiten. Mhm, ne? Ja. Weil am Ende läufst du, klar, das ist immer eine Einzelbetrachtung, aber am Ende läufst du ja als Gruppe durch. Und die Gruppe wird natürlich erstmal beurteilt wie das schwächste Glied in der Gruppe. Ne? Also, und es wird natürlich immer wieder geguckt, dass jeder Einzelne da seine Leistungsgrenze auch erreicht. Sie sehen die von außen, die Außenbilder. Aber am Ende des Tages ist es so, dass dass die Gruppe das Tempo vorgibt, ne? Und die Freitagsläufe, ja, ob dann hier in tiefster Gangart dann mehrere hundert Meter irgendwelche Berge hoch, auf der Kuhwiese, super Panorama in Eckernförde. Ich meine, das sind die Dinger, die bei Harthärter Kampfschwimmer mich auch total inspiriert haben. Ne? Ich dachte, genau das ist das, was ich mir mal vorgestellt habe, bevor ich zur Bundeswehr gegangen bin. Ne? Freunde, zu guter Letzt, nicht vergessen zu abonnieren und wenn euch der Next Gen Podcast gefällt, zeigt ihn doch euren Freunden und Kameraden.